So, Leutz und Leute, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum, zu einem neuen kleinen Sad-Log hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seht's. Ein kleines Regal, was relativ frei ist. Ja, ich will das hier oben mal ein bisschen freikriegen. Ich habe hier alle möglichen Plunder drauf, den ich irgendwie mal als Hintergrundkulisse benutzt habe. Das muss jetzt mal frei werden, weil das sieht ziemlich chaotisch aus. Auf geht's, machen wir mal ein bisschen frei die Bude hier, damit es wieder ein bisschen unversperrt aussieht. Deshalb habe ich ja auch das Regal hier freigeräumt, dazu erstmal mal diese Lego-Spiele hier mal unten reinpacken hier und die großen Teile hier mal unterpacken. Dazu muss aber hier erstmal der Staub hier runter. Bah. Es ist hier so eine Art Notizen, das sind hier meine Aufzeichnungen hier über meinen Roman, den ich mal geschrieben habe, hier sogar noch in Computerschrift, schon ein bisschen fortgeschrittene Stufe. Ich habe davon auch hier handschriftliches Zeugs. Oh, man sieht mich gar nicht in der Kamera. Ist ja auch nicht so wichtig. Ja, hier für mein Buch, was ich mal zum Verleger rausbringen wollte und was nicht so ganz geklappt hat. Das ist nie rausgekommen, aber hier die Skriptzeugs dafür. Wo kommt das hin? Das kann da jetzt einfach unten in die Schublade hinter euch. So, los jetzt. Und die Alga hier, finde ich ganz nice. Hier so ein Ritter, den habe ich mal irgendwie mal als Souvenir aus einem Urlaubsland mitgenommen. Aus Holz, so soll man hier mal drehen und dann soll das wohl so funktionieren, dass die Maus hier irgendwie aus dem Haus rauskommt und hier von der Katze gefangen wird. Oh meine Güte, ist das viel Staub. Ja gar nicht in die Kamera zeigen. Ja gut, ist jetzt nicht scheiße, aber gut, übrigens den vorgedruckten Vertrag von meinem Buch, von meinem Verleger hier, von halte ich nicht so nah an die Kamera, damit man nicht ranzoomen kann. Hier, davon habe ich gesprochen, hier. Das ist hier die handschriftlichen Sachen hier zu meinem Roman, den ich rauskomme. Das kann ich mal zeigen. Das sieht dann so hier aus. Mit Bleistift und mit Füller so ein bisschen drüber gekritzelt. So ein bisschen, halt bevor es in den Laptop kommt. Halt so ein bisschen Originalauflage. Original. Ganz der Anfang hier. So ein dickes Dings. Wenn man Zeit und Lust hat. Als Autor, ja, mit Hand hier die ersten Versionen halbwegs gebunden. So, mit einem Titelbild, was nicht mir gehört und ich glaube auch ja hier mit dem Gedicht vorne dran, das ich nicht verwenden darf. Die Handaufzeichnung von mir, die behalte ich schön. Kann ich mal nachher durchgehen, wenn ich Zeit habe und Bock, es ist Sonntag da. Morgen Sonntag, da kann ich da mal durchgehen. Hier wieder ein Schulreferat, so eine Schulbelegarbeit. Hätte Schule hier. Das ist hier auch noch. Das ist eine Bleistift-Handnotiz hier zu meinem Roman hier. Kann man sehen. So. Hier habe ich ein Diabolo. Alter Falter.
Das habe ich ja auch mal gemacht mit diesen Stäben. Ich finde die Stäbe gerade nicht, aber konnte man so. Ihr wisst, was ich meine. Ja, spielt bestimmt einer von euch auch Diablo. Sind so hier Lego Pyramiden. Kann man so aufbauen als Spielbrett und dann irgendwie drauf spielen. Figürchen. Ganz nice Sache. Vielleicht mache ich da mal ein Let's Play draus. Irgendwie so ein Spielbrett Let's Play. Habe ich schon mal mit einem Pokémon-Spiel gemacht. Erstmal aufbauen und dann spielen. Spielbrettmäßig. Vielleicht finde ich noch meine Schwester, die es dann mit mir zusammen macht. Allein Brettspiele spielen ist dann noch ein bisschen. Meh. Ein Clown, ein Playmobil-Clown. Hallo Freunde, ich bin's, euer Lego-Clown. Nein, Playmobil. Sorry, verwechselt. Wer meine ganze Sammlung von Playmobil gewinnen will, der schreibt jetzt Playmobil in die Kommentare. Das verschicke ich nicht per Post, das wäre zu schwer. So viel kann ich mir nicht leisten. Hier den Clown hier verlose ich. Wer den Clown haben will, schreibt Playmobil in die Kommentare. Verschicke ich euch per Post. Könnt ihr haben. Kühl. Chemiebaukasten hier mit Dingens. War ich mal irgendwie in so einer Universität hier nachts der Wissenschaft in Magdeburg. Gab es mal, habe ich mal hier baut hier. Hier auch ganz interessant hier. Koffeinmolekül. Hatte ich mal als Profilbild, habe ich glaube ich immer noch als Profilbild auf einem anderen Account. Hier, das ein Wasserstoffmolekül, das ein Koffeinmolekül. Viel Spaß beim nächsten Kaffee trinken. Molekül, das kann gerade dort oben drauf stehen bleiben. Das finde ich nice. So eine ägyptische Göttin, so eine Katze, das war mal in Ägypten eine Heiligkeit, so eine Skulptur, die sieht richtig nice aus. In der Ring, sie alle zu knechten, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Auf jeden Fall. Mein Schatz. Video drüber gemacht. Meine Fresse, bin ich verschwitzt. Ich habe, ist ja, ich sagte, Stauballergie ist nicht das Feinste. Vor allem, wenn man hier aufräumt. Haben wir es freigekriegt? So. Ist das Zeug wieder frei? Man muss jetzt nur noch das hier mal offscreen durchsuchen und dann mal dort gucken, was davon noch braucht und was weg kann. Ich denke mal, prinzipiell 90% der Sachen können weg. Das ist bei mir immer so. Ansonsten. Ja. Grund habe ich das jetzt natürlich nicht aufgeräumt. Das bleibt auch nicht leer. Nee, 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 das wäre zu schön. Das gibt es in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten ein Projekt,
dass das eventuell ein bisschen füllen könnte, dass das eventuell die dann das Ganze vielleicht ein bisschen bunter machen und ein bisschen kreativer machen. Sieht jetzt schon ganz passabel aus. Hier der One, der kann da mal, da wird sich in den nächsten Monaten, in der nächsten Zeit ein bisschen was ändern, da wird sich was gestalten und ja, fertig in jeglicher Hinsicht und ja, ihr seid auch fertig. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, um ja kein weiteres Video mehr mit mir zu verpassen. Ist ein Video. Ciao, ciao.